Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Gina und Steven. So, das wird natürlich nicht die einzige Folge heute bleiben. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich mit unseren anderen Mädels, mit Lia, mit Kimberly und Ashley, in einer Gameplay-Folge zum neuen Fitness-Accessoire-Pack besonders die Kletterwand mal unter die Lupe nehmen möchte. Ja, jetzt ist es draußen seit gestern Abend. Habt ihr denn schon gespielt? Wie sind denn eure ersten Eindrücke so? Schreibt es doch mal in die Kommentare, gerne auch noch nachher im Gameplay. Ups, in der Gameplay-Folge. So, ich soll jetzt die beiden, glaube ich, doch mal ein bisschen schlafen lassen. Sie haben zwar die langsam sinkenden Bedürfnisse, dennoch fallen die jetzt dann doch langsam. Also die Energie ist auf der Hälfte, oh mein Gott. Oh, Velvet kommt, aber nicht um uns zu beißen, hoffe ich. Nee, sie kommt in freundlicher Ansicht. Sie klopft, Absicht, aber wir schlafen schon, sorry. 22 Uhr ist hier heute mal Sense. Aber es ist ja schön, dass man hier mal nicht die Stereoanlage ausmachen muss und dann direkt die Nachbarn vor der Tür stehen und sich beschweren. Es ist cool, das Stadtleben mit den Wohnungen, aber ich genieße es auch tatsächlich mal, hier wieder in einem eigenen Haus zu sein und nicht permanent sich mit den nervigen Nachbarn rumärgern zu müssen. Es ist auch mal ganz angenehm. So. Was lachen die denn so im Schlaf? Die scheinen sehr lustige Träume zu haben. 8 Durchbrüche müssen wir mit Gina erzielen. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was. Und Steven braucht noch ein bisschen. Der hat noch 2 Tage frei, bis er wieder auf die Arbeit muss und wir das Ganze neu angehen können. Ich würde, glaube ich, heute mal mit Steven hier zu Hause bleiben. Und mal gucken, dass wir ihm vielleicht den einen oder anderen Wunsch mal erfüllen. 3.16 Uhr, der steht schon auf. Meine Güte. Du bist aber hier flott bei der Sache. So, verwenden. Obwohl, das muss er eigentlich gar nicht. Gott, sie ja auch schon. Alle schon wach. Ich glaub das ja nicht. Widerlich sein. Nee, machen wir jetzt nicht. Ja, geh doch trotzdem mal duschen. Ich weiß, das müssen wir eigentlich nicht, aber macht nichts. So, ich würde gerne für Gina auch mal noch ein Sportoutfit auswählen. Bei Gina ist tatsächlich, glaube ich, gerade dieses merkwürdige Phänomen, dass sie eigentlich Bauchmuskeln hat. Weil sie hat ja Bauchmuskeln. Aber trotzdem hat sie... Es ist ja kein dicker Bauch. Aber das passt halt irgendwie nicht zusammen, dass sie Muskeln hat. Sichtbare Bauchmuskeln. Und trotzdem der Bauch nach außen ausgewölbt ist. Weil die Bauchmuskulatur sieht man nur, wenn wirklich kein Fett drüber ist. Leider, leider ist das so. Deswegen müssen wir entweder gucken, dass wir bei ihr die Muskeln komplett wegbekommen oder wir schicken sie dann auch mal aufs neue Laufband. Damit das mal wieder normal aussieht. Weil ich finde das halt immer komisch, wenn das so überhaupt nicht zusammenpasst. Ich würde ihr jetzt hier gerne auch eine andere Frisur verpassen für den Sport. Ich habe jetzt den seitlichen Zopf schon so oft genommen, aber der ist so süß. Was ist denn hier dieser andere kurze Zopf? Nee, der ist es nicht. Die Frisur hat ihre Mama damals gehabt. Ich habe das jetzt auch in der 1000. Sim-Folge gesehen im Rückblick. Ja, ist nicht schlecht, aber... Das ist zu kurz. Das ist zu kurz für ihre normale Haarlänge. Das passt dann einfach nicht. Das sieht dann irgendwie merkwürdig aus. Das würde ich aber, glaube ich, tatsächlich auch nicht nehmen. Vielleicht wirklich ein geflochtener Zopf, aber ein einzelner seitlicher geflochtener Zopf. Oder ich hätte noch eine Idee, was ich gerne noch ausprobieren würde, wie es aussieht. Muss ich nur mal gucken, dass ich das finde. Ew. Ew, was? Das ist auch cool. Das passt auch ganz gut zu Gina. Wisst ihr was? Wir nehmen das direkt mal. Ich würde aber ganz gerne noch ein zweites Sportoutfit verpassen. So, ich mag ja diese neuen Leggings sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Finde ich großartig. Ich bin mittlerweile, früher war ich nicht unbedingt so der Leggings-Fan. Mittlerweile mag ich das aber echt gerne. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag tatsächlich, glaube ich, die lange lieber.
Vielleicht sowas hier oder vielleicht mit Grün oder mit Türkis. Türkis wäre auch cool. Oder doch mit Orange. Wir könnten noch mal gucken, was es zu dem Orangen vielleicht gibt. Das passt nicht, finde ich, weil das da drunter blau ist. Dadurch wirkt es irgendwie komisch. Oder man macht es so. Das wird auch dazu passen. Aber ich wollte ja eine Leggings gerne für sie. Und wir wählen die dann in dieser Farbe. Das passt doch auch sehr, sehr gut. Aber andere Schuhe würde ich dazu noch wählen. Nee, die finde ich nicht so gut. Mach mal die komplett dunkel oder mach mal die... Nee, wenn die so farblich noch sind, dann sieht das irgendwie... Die finde ich passen ganz gut dazu. So, dann hat Gina mal noch ein zweites Sportoutfit. Das gefällt mir dann doch eigentlich ganz gut. Aber wir schauen jetzt erstmal, dass wir vielleicht mit Gina noch einen Durchbruch hinbekommen. Und dann schicken wir sie heute mal alleine auf die Arbeit und machen dann ein bisschen was mit Steven zu Hause. Wir müssen ja nicht jede Folge mit auf die Arbeit gehen, dann wird es ja auch irgendwann langweilig. Bam, bam, badam, bam, badam. So, Outfit ändern. Zieh dir mal was an. Zieh dir mal was an. Wir nehmen das da. Ich liebe dieses Outfit. So, was hat sie hier? Ansehen. Das Ansehen eines Bildes, so schlecht es auch sein mag, scheint einen Durchbruch zu begünstigen. Da war auf jeden Fall eine Glühbirne dran. Befördert werden wegen des Bestrebens herrlich reich. Das sollten wir doch hinbekommen. Sie ist zwar relativ kurz, ja, vor relativ kurzer Zeit erst befördert worden, aber... Ist das Gruselmusik? Sender wechseln. Haben wir da auch was Neues? SVP Nu Disco? Was ist denn Nu Disco? Yeah, funky. Müssen wir ein bisschen lauter machen? Boah. Jetzt haut es ja aber richtig rein. Wir könnten sie auch noch was lesen lassen. Wir lassen sie. Warte mal, nee, das Raketenbuch haben wir noch im Inventar, ne? Das erste. Nö. Wo ist denn das erste Raketenbuch? Naja, wir können auch direkt mit dem zweiten anfangen, mit Raketenwissenschaften. Das ist mir ein bisschen zu laut. Ich würde gerne die mittlere ein bisschen höher stellen, die mittlere Lautstärke. Ich glaube, irgendwie geht das auch, wenn man das Ganze in den Daten macht, wo man kann auch in den Daten irgendwo das Interface skalieren. Das musste ich machen, weil es ansonsten einfach so winzig klein ist bei 4K, dass man nichts mehr sieht. Ich muss aber ehrlich gerade sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich das gemacht habe. Das müsste ich mir selber nochmal rausschauen. Und ich glaube, da kann man auch irgendwie den Pegel der unterschiedlichen Lautstärken der Stereoanlage beeinflussen. Und das war jetzt ganz schön dämlich, weil die sollte ich eigentlich alle Gina ins Inventar packen. Weil sie braucht diese Sachen erstens für die Arbeit und zweitens wäre es ganz cool, wenn sie die Sachen mal verkauft. Er könnte hier aber noch den Spiegel fortsetzen. Ah, wie viel fehlt ihr eigentlich noch? Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Hier, wir könnten mal noch Frösche züchten mal wieder. Wir haben... da einen zweiten von bekommen. Das ist ein 100er Frosch gewesen. Ja, langsam aber sicher wird das werden. Wie teuer ist davon einer? 15. Ja, wir nehmen momentan mal alles an. Es wäre schon wirklich cool, wenn wir irgendwann mal hier unser Bestreben abschließen könnten. Wir haben hier noch Fotos aus der Kinderzeit. Aber die kann ich auch größer machen. Aber ich glaube, die musste ich erst platzieren. Irgendwas war da. Oh, das ist schlecht geworden. Das ist unscharf. Das gefällt mir an sich von der Farbe nicht. Ja, so. Das kommt weg. Und das hier würde ich jetzt gerne einfach ein bisschen größer machen. So. Schau mal, das ist doch süß. So ein altes Bild aus Kinderzeiten.
Das auch noch größer machen. Ja, kann ich. Das ist voll toll. Sowas müssten wir mal in groß machen oder so eine ganze Fotowand oder sowas. Ja, das müssen wir echt mal überlegen, ob wir das mal irgendwie machen. So, mit der Pflanze sprechen. Oh, die Schnitzerei ist fertig. Sie wurde im Haushaltsinventar abgelegt, ne? Stand da. Ja. Immerhin für 175. Diesen Tisch hier brauchen wir jetzt auch nicht. Wandbank. 195 Simoleons. Das müssen wir nur wirklich nicht behalten. Das ist ja doch recht. Das klingt so böse, wenn ich sage, das klingt recht hässlich, aber. Was zum was? Allein die Wörter ergeben Sinn, aber zusammen. Was? Dieses Buch befindet sich jenseits meines Fähigkeiten-Levels. Ja, aber wo hat sie denn das andere Buch? Wo ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich würde sie ja gerne das Level 1er Buch lesen lassen. Haben wir ja auch irgendwo. Aber hä? Wo denn? Ich habe keine Ahnung, wie wir da drankommen. Das hatten wir doch auch gekauft. Hat er das im Inventar? Nee, auch nicht. Aber wir haben hier lebloser Alttintenfisch. Oh, den verkaufe ich erstmal noch nicht. Wer weiß, wofür wir den noch gebrauchen können. Ich habe immer noch nicht geschaut, wie ich die Pflanzen am besten veredeln und kreuzen kann. Ew. Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Beziehungsweise habe schon wieder vergessen nachzugucken. Eine Katastrophe ist das mit mir. Unga, so diese Sachen hier, den Joria und Nymphäe, das behalten wir aber alles. Das bekommt dann Liebe in Zeiten der Stulle. Was? Genre Romantik von Honcho Sorgensen. Der kleine Tino und Gina sind, auch echt Gina, sind verliebt. Doch Gina beugt sich dem Druck und heiratet einen anderen. Der am Boden zerstörte kleine Tino sucht in einer Liebesaffäre mit Stullen aller Formen, Größen und Geschmacksrichtungen Trost. Was zur Hölle? Viele Jahre später wird Gina zur Witwe. Kann ihre Liebe zu Tino wieder aufleben, vor allem, wo er gar nicht mehr so klein ist. Gibt es das nicht tatsächlich pansexuell oder sowas, wenn man sich zu Brot hingezogen fühlt? Meine ich, hätte ich mal irgendwie was gehört. Es gibt ja die interessantesten Sachen. Wir könnten rein theoretisch hier auch nochmal das ein oder andere noch fix mit ihr hier abbauen. Nee, warte mal, ich will ja noch einen Durchbruch. Durchbruch, Durchbruch, nein, nein. Lesen, was lesen wir? Wir lesen Pudding im Orbit. Das klingt nach einem höchst, nach einer höchst anspruchsvollen Lektüre. Können wir jetzt eigentlich auch Sport machen? Nee, hier können wir nicht trainieren. Aber hier gibt es dann, genau, trainieren. Body-Shaping-Video oder Plum-Boomer-Tanz-Video. Was zur Hölle ist Plum-Boomer? Das teste ich dann, glaube ich, mal nächste Folge. Also in der Gameplay-Folge noch. Haha, ich halte euch hier hin. Ich weiß, ich bin gemein. Was ist Plum-Boomer? Und können wir jetzt hier übers Handy Musik hören oder wie funktioniert das? Sergio Romeo schreibt, ich habe von deiner Beförderung gehört. Herzlichen Glückwunsch. Ich finde, wir sollten das mit einem Frühstück im Restaurant Villa Bovino. Ist befördert worden? Ja, warum nicht? Wenn Papa zum Essen einlädt, zu einem Frühstück, dann können wir das doch mal annehmen. Da ich ja heute sowieso die Folge mit Sergio, mit Steven verbringen wollte, jetzt sind wir nur schon fast wieder am Ende. Das ist ja Wahnsinn. Ah, das geht immer so schnell vorbei, die Folgen. Das ist ja der helle und der dunkle Wahnsinn. Aber das macht nichts. Ich wollte ja morgen auch wieder hier in der Family weiterspielen, da ich ja jetzt gameplay-technisch auf jeden Fall heute auch nochmal bei Lia sein werde. Deswegen möchte ich morgen definitiv nochmal bei Steven und Gina spielen, dann können wir mit dem Frühstück weitermachen. Beste Freunde werden. Ja, werd doch mal beste Freunde mit deinem Papa.
Ups. Oh. Sergio ist ganz schön alt geworden. Steven und Gina haben sich aus den Augen verloren und sind keine besten Freunde mehr. Was? Gina und Steven haben sich nicht aus den Augen verloren. Die waren eben noch beieinander und haben sich geknutscht. Was geht denn bei dir? Was zur Hölle? Oh, liebevoll umarmen, weil es ja Papa ist. Das ist voll süß und da bin ich. Was ist denn hier jetzt gerade passiert? Oh, ist da Lia? Nee, das ist Daisy. Interessant. Streng vertrauliches Geheimnis enthüllen. Hier, wir müssen mal uns ein bisschen besser noch mit... Also, Steven muss sich ein bisschen besser noch mit seinem Papa verstehen. Oder ist der andere Sergio? Okay. Gut, ihr Lieben, ich würde aber sagen, für heute verabschiede ich mich von euch. Nachher kommt dann noch eine Gameplay-Folge mit Lia, Kimberly und Ashley, die das Fitnessstudio unsicher machen werden in San Myshuno, was ich schon ein bisschen mit den neuen Objekten angepasst habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann mit dabei sein würdet und auch mal schaut, was man da so alles jetzt Neues machen kann. Und morgen sehen wir uns dann hier wieder mit Steven und Sergio. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!